herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Morning Meeting und Markteröffnung live aus einem Frankfurter Trading Floor und nicht nur aus irgendeinem, sondern vom Team Traders Talk. So, jetzt habe ich es richtig. Nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Wir wollen ja auch zügig starten, deswegen schauen wir uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, so wie die anderen Male auch. Sehr gut, dann versuche ich jetzt den richtigen Bildschirm und Organisator zu finden und zu treffen. Ich hoffe, mir gelingt das. Mango, habe ich den richtigen erwischt? Oder nee, nicht? Noch nicht. Nee, jetzt der Nick bist muss du nicht. Fähig sein. Ja. So, jetzt bin ich. Das ist aber der richtige, genau. Sehr gut. So, wunderbar, dann viel Spaß und viel Erfolg. Ich bin im Hintergrund. Super, wunderbar. Dann mache ich das hier mal groß. Ich habe dir übrigens die Unterlagen jetzt auf Skype geschickt. Das kannst du gerne hochladen in den Webinar-Chat oder in den Unterlagen mache ich. Part vom Webinar, genau. So, dann möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin der Evangelos oder auch Vango Giarlubis von Traders Talk. Wir sind Prop-Händler in Frankfurt, also wir betreiben Eigenhandel. Das ist so unser Steckenpferd, unterschiedlich lange bei uns, hauptsächlich Eurex und CME hier aus dem Handelsbüro in Frankfurt. Zu der Vita von uns könnt ihr auf unserer Webseite www.traderstalk.de ein bisschen was lesen. Also der Kollege hier, der Alex Meyer, der sitzt zu meiner Linken, der wird hier gleich die Morning News machen. Und ist auch für die Nachrichten, Kommentare, Analysen, also Analysen im täglichen Webinar, börsentäglich findet das statt, zuständig. Danach sind das weitere Kollegen hier, die alle auch handeln. Gut, wir kommen alle hauptsächlich hier aus dem Finanzbereich, aber dazu könnt ihr auch was lesen. Dieser junge Mann hier bin ich. Ich handle seit 26 Jahren Eurex Futures und der Kollege hier, der Sergei Wolf, der ist heute auch dabei, handelt auch und ist auch einer unserer Mentoren. Er wird heute die Kommentierung machen. Ich hoffe, dass es mit der Technik alles klappt. So, das zu dem, was wir sind. Ja, und die Squawkbox, das ist jetzt eines von unseren Produkten. Die ist 2015 entstanden, geht eigentlich darum, dass nicht nur Nachrichten, Kommentare, Analysen, Gerüchte, sondern wir begleiten Sie ja auch hier mit Marktanalysen, ja, mit dem Produkt DAX, Eurostox, Bund Future und S&P, manchmal auch Nasdaq. Hier gibt es jeden Tag Factsheets dazu, die lädt er oder hat der Nelson jetzt auch wahrscheinlich schon hochgeladen. All diese Informationen, die gibt es, oder die Unterlagen, die stehen schon vor 8 Uhr zur Verfügung, weil bei uns die Zeitrechnung um 8 Uhr beginnt. Und dann gibt es nach den Overnight News, die gleich der Alex machen wird, gibt es dann die Vorbereitung, wie wir sie auch hier jeden Tag für uns machen. Also wir machen eigentlich nichts anderes, sondern bereiten uns genauso vor, jeden Tag akribisch anhand der Charts mit den Overnight News. Besprechen die Märkte, schauen, was am Tag so ansteht und all das wird dann hier über Traders Talk auch auf Webinar-Basis den Zuschauern und Zuhörern dann jeden Tag zur Verfügung gestellt. So, das dazu, dann würde ich sagen, bin ich erstmal soweit durch. Ich würde jetzt abgeben hier oder weitergeben zum Kollegen Alex Meyer, der macht jetzt hier die Overnight News und all das, was heute wichtig ist. Und es gibt nämlich einiges bereits heute um 8:15 mit den PMI-Zahlen. Wir machen sehr viel News und Event-Trading auch, weil das oftmals halt Trigger gibt hier für Märkte, wenn sie konsolidieren, um da entsprechend dann die eine oder andere Marke zu brechen. Aber das bekommt ihr heute alles live mit in der Kommentierung dann. Und dann gebe ich jetzt erstmal weiter hier an meinen Nachbarn und Kollegen, den Alex.
Einen schönen guten Morgen, dass Sie dann begrüßen zu den Overnight News. Ja, wir haben ja momentan im Grunde genommen zwei Themen. Das eine ist die Schuldenobergrenze in den USA bzw. die Verhandlungen dazu und das andere ist die Zinspause. Ja, beide Themen, sage ich mal, sahen am Freitag noch relativ gut aus, deswegen auch im DAX dann recht euphorisch neue All-Time-Highs gemacht. Gestern wurden aber ja da den beiden Möglichkeiten, sage ich mal, ein heftiger Dämpfer verpasst. Also bei den Schuldengesprächen ist man weiterhin nicht wirklich weitergekommen. Das heißt zwar, wir führen positive und produktive Gespräche, aber das kennt man. Das heißt eigentlich auf Deutsch, also wirklich weiter sind wir noch nicht, aber wir sind weiterhin nett zueinander. Baldiges Ergebnis ist da erstmal nicht in Sicht. Auch die Unterhändler haben gestern nach 2 Stunden ihre Gespräche abgebrochen. Da hatte man dann gehofft, Biden und McCarthy würden vielleicht noch unter 4 Augen zu einem guten Ergebnis kommen. Sind sie aber dann nicht. Yellen, die Finanzministerin, war natürlich weiter. USA könnte zum 1. Juni zahlungsunfähig sein. Na gut, das wird vielleicht nicht passieren, außer vielleicht für ein paar Stunden. Aber trotzdem ist er natürlich nicht positiv. Es sah ja letzte Woche noch so aus, als McCarthy sich da einsichtig gezeigt hat, dass die Woche vielleicht ein Ergebnis kommen könnte. Also hier gab es einen kräftigen Dämpfer, sage ich mal. Ähnliches haben wir bei den Gesprächen beziehungsweise in der FED, was die Zinspause angeht. Kashkari, einer von den FED-Mitgliedern, sagt am Wochenende noch, dass er offen ist von der Zinspause. Gestern hat er die Märkte ein bisschen erschreckt, sagte, wenn es sein muss, machen wir auch eine 6 von einem Komma bei den Leitzinsen. Natürlich nur, falls erforderlich und falls die Inflation weiter kräftig steigen sollte. Aber damit hat er dann doch ein bisschen erschreckt und keiner weiß so richtig, vor was er jetzt dann möglicherweise stimmt. Auch die anderen von der FED, die so gestern gesprochen haben, Bullard insbesondere, ist ja der Oberfalke momentan. Der will sogar noch 2 bis 3 Zinserhöhungen sehen, 25 Basispunkte, also auch das nicht besonders positiv. Danach kam allerdings noch Bostic, also der gibt sich zumindest offen für eine Zinspause. Wahrscheinlichkeit von einer Zinserhöhung im Juni ist dann auch wieder von 10 auf rund 20% gestiegen gestern. Also auch da haben wir natürlich ständig Verschiebungen und dafür hält sich der Markt eigentlich recht gut, wobei wir momentan hier ein bisschen schwächeln. Das ist es dann eigentlich schon, das sind die beiden Oberthemen, vielleicht unten drunter noch Entwicklung der US-Regionalbanken. Muss man auch immer ein Auge drauf haben, haben sich gestern ein bisschen erholt, Beziehungen USA-China ist noch ein Thema, wenn auch kein großes momentan. Und ein Thema wird heute werden die Einkaufsmanager-Indizes, die haben wir 9.15 Uhr, geht's los mit Frankreich. Da gibt es immer mal wieder überraschende Zahlen, also da wäre ich ein bisschen vorsichtig, gerade bei der Erstveröffentlichung. Da haben wir auch schon mal 200, 300 Punkte in der Hauptsache nach unten gesehen, wenn die Zahlen entsprechend schwach ausfallen. Aber wir werden es dann sehen, 9.15 Uhr, ja, sollte man ein bisschen vorsichtig sein, 9.30 Uhr dann auch bei den deutschen Zahlen. Also das ist es dann hier schon heute Morgen in der Hauptsache, heute Mittag dann nochmal dieselben Zahlen aus den USA, Verkauf neuer Häuser. Und damit bin ich dann auch schon durch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bis gleich dann. So, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin der Serge. Ich mache heute die Kommentierung und die Marktvorbereitung. Genau, fangen wir mal an. Ist ein bisschen ungewohnt, dass der Bildschirm so breit ist, ja. Ja, so dass wir nur vereinzelt Kerzen sehen. Aber das kriegen wir auch hin. Genau, wo fangen wir an mit dem FDAX? Erstmal arbeiten uns dann DAX Stocks Bund durch, ja, und am Ende den S&P. Schauen uns erstmal übergeordnet an, was die Charts angeht. Und schon streikt die Technik. Ich müsste mal irgendwie die Maus bekommen, dass ich auf diesen PC zugreifen kann. Jetzt gute Frage, wie das, wie ich dir jetzt die Maus gebe, wie das geht, aber ich kann ja vielleicht erstmal den Stundenchart mal einblenden. Das. Genau, der Tageschart. Sehr gut. Also im Grunde genommen, was wir im DAX sehen, ja, so wichtig ist erstmal übergeordnet, sich von großer nach kleinen Zeiteinheit vorzuarbeiten, ja, um zu sehen, wo
die großen Marktteilnehmer sich positionieren, ja, damit wir auch die Entscheidung treffen können, wenn wir gewisse Levels anlaufen, die stärker sind oder von der Signifikanz größer sind als die kleinen Levels, dass man da auch ein gewisses Size reinbringen kann, dass man größere Strecken abfangen kann und, und. Ja, deswegen hier der Anfang in meinem Daily Chart gut zu sehen. Wir haben eigentlich relativ lange oder wir sind im Long Trend immer noch drin. Dann haben wir diese Zwischenkonsolidierung gesehen, die wie so ein Diamant an, ausschaut, ja, wo wir jetzt vor ein paar Tagen nach oben ausgebrochen sind und dann im Grunde genommen die Allzeithochs hier rausgenommen haben. Das ist die rote obere Linie, Kassa Allzeithoch, wenn mich nicht alles irrt. Und was ist jetzt wichtig für uns im Grunde genommen? Genau, was jetzt wichtig für uns ist, zu schauen, ob wir den Trend nach oben weiter fortsetzen oder ob wir erstmal konsolidieren und dann die Position nach unten wieder aufgebaut werden und wie die Shortseite einnehmen. Ja, deswegen müssen wir hier erstmal schauen, bis wo dürfen wir laufen. Ja, übergeordnet können wir eigentlich, wäre alles okay, wenn wir die Korrekturen komplett bis in den unteren Raum sehen. Das heißt, diese Abbruchkante, wir haben die 16.126, ja, genau, bis dahin und zum schwarzen Bereich da, wo wir im Grunde genommen die, das waren ja die Durchstiche, wenn wir in diese Richtung da durchlaufen und erstmal, sagen wir mal, Position sammeln, uns erholen und dann wieder nach oben laufen. Das wäre so das Übergeordnete, was wir jetzt im Chartbild hier haben, um erstmal zu schauen, wie viel Rücklauf haben wir. Genau, dann, Wango, wenn du auf die Stunde umschalten würdest, dazu sei gesagt, diese, sagen wir mal so, die Wendepunkte in den Märkten, die sind entstehen nicht von heute auf morgen, besonders nicht auf diesen großen Zeiteinheiten. Ja, das heißt, der Markt braucht Zeit. Ja, wir müssen jetzt beobachten, ob die Unterseite, ob da zugegriffen wird, wie auch immer. Und das alles erkennt man erst, wenn der Markt dann läuft. Ja, wenn ihr nach 2021 geht, November 21, wo wir das High geprintet haben, da seht ihr auch, wie lange das gedauert hat, bis eigentlich diese, sagen wir mal, Negativstimmung sich wieder in den Markt durchgesetzt hat. Genau, was ist heute wichtig? Wir sind jetzt in der Unterstützung, ja, 231, 241, das ist im Grunde genommen das Tagestief von gestern und Tagestief von vorgestern, ja, zusammengenommen zu einer Zone, ja, das ist der Schnittpunkt, wo wir, sagen wir, Überschneidung an Positionen gehabt haben, wo die Händler zugegriffen haben, wo die hier verteidigt haben, somit für uns heute auch die interessante Zone hier zum Handeln oben drüber, im Grunde genommen die Long-Seite versuchen zu handeln und sollten wir nach unten ausbrechen, kann man natürlich die Short-Seite mit reinnehmen, ja, wir wissen nicht, wie weit das trägt, aber immer im Hinterkopf behalten, der Markt ist noch im gesunden Long-Trend, ja, das heißt, die Ziele auf der Unterseite könnten nicht erreicht werden und die Long-Seite könnte schon vorher verteidigen, ja, deswegen, aber das Ziel so auf die Unterseite wäre hier 134, 146, ja, unterhalb der 231, wenn wir nachhaltig quasi uns den Ausbruch nach unten spielen, Volumen aufbauen, ja, also je nachdem, wer wie die Ausbrüche spielt, ja, das wäre so das Ziel auf der Unterseite, genau, Zwischenstation würde ich sogar den POC noch mit reinnehmen, ja, der offene POC, der da steht, genau, das wäre so zumindest als Teilgewinnmitnahmen, ja, da halten die Kurse sehr, sehr gerne. Und ansonsten, was die Oberseite angeht, haben wir oberhalb der, wie jetzt, 241, 231 wieder Long-Potenzial. Wir haben gestern relativ viel Volumen auch auf der Unterseite gebildet, was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Ne? Also ihr seht, der Puck ist ziemlich tief. Somit könnten wir hier wieder Aufwärtspotenzial hier sehen, Richtung 16.300. Und wenn wir da drüber kommen, dann wieder die alten Marken abarbeiten, ja, 330 und die 3,53 auf der Oberseite und dann zum Allzeithoch 3,75 laufen. Na, das wäre so der Fahrplan jetzt erstmal für den FDAX. Genau. Dann eventuell jetzt den Euro-Stocks einblenden einmal. Genau, ebenfalls im Daily-Chart hier. Auch hier sehr gut zu sehen, im Grunde genommen immer Zwischenkonsolidierung und dann der Long-Trend, der sich immer wieder entfaltet. Wir haben jetzt vorgestern, also sprich am Freitag, die 409 erreicht, ja, im Futures und Continuous Chart war das hoch gewesen, vor 2 Jahren, glaube ich, ja, vor 2 Jahren. Und auch hier gilt das Gleiche wie für den DAX im Grunde genommen. Wir sind im gesunden Long Trend, das heißt nicht zu früh anfangen, gegen den Trend zu
sprechen. Im Moment spricht auch nichts für. Ja, wir haben noch keinen neuen Tiefs gemacht, wie auch immer. Deswegen auch hier übergeordnet bis 363 haben wir erstmal Potenzial nach unten. Ja, das wäre so alles, was noch im gesunden Rahmen sich befinden würde, um wieder dann Richtung Oberseite zu laufen. Genau, Rango. Dann einmal bitte auf den Stundenchart. Na, ihr seht schon, es ist verschachtelt, ja, zwischen Stundenchart, Daily Chart. Man möchte im Grunde genommen Zonen wählen, wo wir große Überschneidungen haben, wo die Marktteilnehmer sich positionieren. Genau, was sehen wir hier im Grunde genommen? Hier im Eurostock sind wir noch etwas weiter weg von der Unterstützung, ja, 74, 78 hier in diesem Bereich. Das heißt im Grunde genommen ebenfalls so Schnittpunkt von Freitag und Donnerstagstief. Ja, die müssen verteidigt werden. Wir haben gesehen, dass auch gestern, als wir die Tiefs hier, also 78er Bereich, 74er Bereich da angelaufen haben, die 76 markiert haben, relativ zügig auch wir Kaufpower gefunden haben. Ja, das heißt also, dort stehen Longs. Ja, somit ist die Zone für uns wichtig, 74, 78 für die Long-Seite. Achtet besonders jetzt in diesem Moment auf False Breaks, was die Unterseite angeht, also DAX und Euro-Stocks. Ja, das heißt, der Markt handelt die Zone durch und kommt sofort über, sagen wir, über die Unterstützung und dann gibt es diesen Fehlausbruch. Ja, das sind interessante Szenarien jetzt im Moment zu handeln zum Beispiel. Genau, ich habe ja gesagt, bis 3,63 haben wir einen gesunden Bereich nach unten zu laufen. Das heißt, sollten wir 74 normal, also gut den Ausbruch spielen, haben wir Platz bis 63. Auch hier muss man dazu sagen, wir sind im Longtrend. Das heißt, da müsste man vielleicht ein bisschen schneller sein, ja, falls die 63 aggressiv verteidigt wird, so dass man da auch schnell reagiert, um seine Gewinne zu sichern bzw. Teilgewinne mitzunehmen. Ja, ansonsten 63 die nächste Unterstützungszone. Ja, sollte hier ein bisschen mehr Kraft nach unten rausgehen, besonders hier aus den Nachrichten, die heute rauskommen, dass irgendwas ja, schief liegt oder ja, negativ rauskommt, dann der nächste Bereich ist im Grunde genommen interessant hier im Eurostocks, so um die 40. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wenn man den Chart nicht bewegen kann, ist ein bisschen schwer. Ich muss mal eben kurz auf meinen Chart hier drauf gucken. Ja, das ist, genau, das ist die 40. Ja, die 40 ist ganz interessant. 40, 47 hier als Unterstützung. Aus der Stunde haben wir die 47, aus dem Daily haben wir die 40. Somit haben wir einen schönen Bereich, wo der Markt reinlaufen kann. Und das ist dann wirklich auch eine gute, signifikante Unterstützung hier in diesem Fall. Auf der Oberseite, jetzt, wenn wir in den Unterstützungsbereich kommen, wie gesagt, 74, 78 erstmal für die Long-Seite entscheiden, ja, das Ganze dann nach oben mit Ziel 402 und dann vielleicht sogar 409 rauszunehmen und nach oben stellt sich dann die Frage, wie weit wir laufen können, weiß natürlich keiner, also verfolgt der Markt, guckt, wie viel Volumen aufgebaut wird und. Genau, das wäre jetzt erstmal zu dem Euro-Stocks, schauen wir uns mal den Bund an, ja, der Bund ist hier auch in einer interessanten Konstellation. Ja, genau, also den Bund seht ihr, wir sind nach oben nicht durchgekommen jetzt die letzten Wochen, wenn man so möchte, ja, sind jetzt hier wieder im Unterstützungsbereich fast angekommen, ja, also die Spitze vom Freitag ganz unten, das ist so da, wo die Unterstützung im Grunde genommen anfängt, was wir haben wollen, ist im Grunde genommen mehr oder weniger eine Übertreibung auf der Unterseite, damit wir also diese False-Break-Szenarien. Ihr seht ganz links, 3. Januar ungefähr, haben wir schon mal ein Tief markiert gehabt, dann am 6. März haben wir das nach unten durchgehandelt und das konnte dann die folgenden Tage nach oben wieder verteidigt werden. Ja, das heißt, hier stand ein False-Break, also Fehlausbruch statt. Das heißt, das ist eine unheimlich wichtige Zone. Da haben wir einmal die Long-Seite gehabt am 3., wir haben dann die Short-Seite am 6. März gehabt und dann hat sie die Long-Seite, also quasi gegenüber dem Short nochmal in diesem Fehlausbruch durchgesetzt. Das heißt, wenn wir jetzt darunter kommen, müsste die Long-Seite massivst ihre Position verteidigen. Somit für uns hier erstmal 32,96 bis 10 als Unterstützung, ja, übergeordnet. Ja, und das heißt, heute News, wie auch immer, wenn wir da reinticken, auf jeden Fall seid da wachsam. So, und jetzt können wir eigentlich auf die Stunde drauf gehen und schauen, was jetzt für uns intraday-mäßig interessant ist. So, also im Grunde genommen
Spielen wir jetzt im Bund, also sind jetzt am Tagestief von gestern. Ja, das heißt, diese 88 war das, ne? Wartet mal, muss ich mal eben bei mir drauf schauen. 89, ja. Genau, 89 tief im Bund gewesen. Wir sehen jetzt, dass wir auch im Grunde genommen über die Nacht auch den POC von gestern schon verkaufen. Das ist so ein bisschen nicht schön im Moment, aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt erstmal schauen, wie wir zum 9 Uhr hier reinkommen. Das heißt, entweder, also wir haben zwei Szenarien, entweder wir gehen unter der 89 erstmal short. Wir haben den POC jetzt auf der Unterseite bereits abgearbeitet. Und dann in die Unterstützung hier 44,50, ja, aus dem Stundenchart hier. Dann geht das um diesen Bereich. Ansonsten 89 als mögliches False-Break-Szenario. Ne, ihr seht auf der linken Seite, das heißt, bevor wir genau die Zeitachse, also was war das denn? Vorgestern 20 Uhr, als wir das Tief markiert haben, das Tagestief am Freitag, da haben wir Freitag nach unten rausgenommen. Jetzt darüber geschlossen, das heißt, hier haben wir genau das gleiche Szenario, das wir da im False Break sehen. Und kann sein, dass hier jetzt an der 89 wieder Longs reinkommen, dann Richtung 34,12, 34,40 und dann wieder zum False Break Szenario 52. Na, also geht es hier im Grunde genommen um diesen Bereich. Auf der Unterseite würde ich sogar vielleicht so weit gehen, dass ich die 89 mit 80 verbinden würde, das heißt, der POC von Freitag, dass das für mich erstmal so das Extrem des Durchstichs unter das Tagestief von gestern wäre. Genau, ja. Das heißt, das ist noch der gesunde Bereich, wo die sich aufhalten können. Alles drunter wird uns dann zu 44,50 führen. Sehr gut, das ist erstmal die Sache zum Bund. Nicht ganz einfach, wie gesagt, also im Bund sind unheimlich starke Teilnehmer da drin, ja. Also handelstechnisch, volumentechnisch. Das heißt, wenn wir in so aggressive Bereiche reinkommen, ist viel Vorsicht geboten. So, das ist der Daily Chart im S&P, gell? Auch hier im Grunde genommen, ja, also wir konnten genau uns nach oben erstmal nicht nachhaltig lösen. Wango, möchtest du vielleicht ein paar Sachen zum S&P sagen, weil das ist, ist meine Stärke. Mal schon gerne. Ja, genau. Mal ich gerne, ja. Gar nicht. Also, wir haben im S&P wichtige Levels gehabt, einmal hier die 06, 08,5, das waren Levels aus dem Daily, das ist hier im Tageschart, aber Sie sehen, dass da hier ein bisschen drunter und drüber gehandelt wird, ja, wir haben den Nasdaq war derjenige, der nach oben hin wichtige Levels gebrochen hat, jetzt scheint der S&P nachzuziehen, wobei hier die Nachhaltigkeit noch ein bisschen fehlt, also hier die letzten beiden Extreme, 06 und hier auch die 08,5. Also die können hier noch nicht nachhaltig auf Tagesbasis gebrochen werden. Wir schauen natürlich auf Tagesbasis immer auf den Schlusskurs. Und da haben wir erstmal drüber geschlossen, dann wieder drunter, dann dran geschlossen. Also hier findet definitiv ein Kampf statt um diese 0608. Das ist so das grobe Bild. Was man hier gut sieht, ist die Konsolidierung hier über ja, einen guten Monat, wie auch im DAX auch. Ja, hat eigentlich richtig Kraft gesammelt, kann sich aber hier erstmal nicht entscheidend durchsetzen. Also da müsste eigentlich schon relativ bald mehr nach oben kommen. Ansonsten könnte das hier oben ein False Break werden mit dann sicherlich Anlaufen der Downside. Und da wird sich zeigen hier, wie stark dann die Bullen und auch die Bären hier unten sind. Aber das ist eigentlich das Bild hier im S&P aus dem Daily Chart. Und im Stundenchart sieht es dann wie folgt aus. Also von der Wichtigkeit her natürlich brechen wir das immer runter. Also im Stundenchart haben wir hier oben Widerstandsbereiche, an denen jetzt hier wiederholt dran gehandelt wird. Sie sehen es auch heute wieder im Open. Können wir sogar ein bisschen extenden hier den Widerstandsbereich hier um dieses Hoch. Ja, also oben der Bereich 21 3 Viertel bis zur 27 1 Viertel. Das ist Widerstand oben erstmal im S&P. Unten hier haben wir die Support Zone im Bereich 4191, 4186,5. Das ist so eigentlich die Range, in der sich das Ganze erstmal abspielt. Man könnte oder müsste eigentlich davon ausgehen, dass das hier eine Trendfolgekonsolidierung ist und die folgerichtig und auch so, wie es die Lehrbücher wollen, nach oben aufgelöst wird. Aber Sie haben das Bild aus dem Tageschart. Wir sind bisher noch nicht nachhaltig nach oben ausgebrochen. Von daher behalten wir uns mal die Neutralität
und schauen, welche Richtung gespielt wird. Wird oben gebrochen oder unten gebrochen, um dann vielleicht entsprechend auch dann zu reagieren. Es sei denn, Sie positionieren sich bereits innerhalb dieser Range mit einer klaren Blickrichtung oder spielen auch die Range. Also da, das ist natürlich dann jedem selbst überlassen. Das ist eigentlich so das Bild im S&P Future und auch in den anderen Märkten. Ich glaube, das war es jetzt hier auch mit der Vorbereitung und der Marktbesprechung. Die Kasse beginnt gleich, ja. Ich werde noch mal versuchen, ob ich hier dem Sergej Rechte geben kann hier, um bei mir zuzugreifen. Sergej, du schaust mal, ob ich dir die Charts hier, jetzt müsste ich nämlich auch mal versuchen, hier, ob ich dir die Maus geben kann. Kannst du was sehen, Sergej? Kannst du da die Maus annehmen? Nee, im Moment nicht. Nee, bei dir nicht, weil ich dachte, ich hätte sie eben gegeben, oder war das beim Alex? Es ist nur für den Moderator verfügbar, steht bei mir. Also zumindest könnte ich von mir aus keine Maus hier übergeben. Übernehmen auch nicht, nee. Okay, das geht nicht. Gut, dann war es das hier mit dem Versuch und dann bleibe ich einfach dabei und kommentiere hier weiter. Nee, obwohl jetzt hat sich was getan. War das? Sergej, kannst du mal versuchen, die Maus zu bewegen? Ja, mache ich. Aber da So. ist gar Also, nichts. ja. Okay, gut, dann funktioniert das noch nicht, dann bleibe ich dabei und werde hier die Kommentierung dann weiterführen. Also, dann schauen wir mal hier gleich auf die Kasseeröffnung. So, wir haben eine Kasseeröffnung und sehen, dass der DAX hat genau am gestrigen Tief geschlossen, die Stunde, an der 16.231. Ja, also kein eindeutiges Closing im DAX. Wir sehen zunächst mal hier ein bisschen ja, Markt hin und her springen. Ich blende mal den 3-Minuten-Chart ein. Na, Sie sehen hier die Unterstützungszone 41,31. Also jetzt gut zu sehen, der DAX versucht hier die Unterseite. Wir sehen den Eurostoxx. Der ist hier an dieser Unterstützungszone jetzt dran. 78,74. Ja, wichtig ist, wie gesagt, Märkte immer im Kontext zu betrachten. Hier auch gut zu sehen, der S&P ist hier am gestrigen Pock dran. Hier um die 0,405, also hier das Volumenpeak im S&P und das auch vom Vortag, also wichtiges Level im S&P hier. Und der Bund, der
Wir sehen hier im DAX jetzt zumindest im M3, der hat hier unten diese Unterstützung gebrochen, hat drunter geschlossen. Der Eurostox verteidigt noch den Bereich 74, 78, das ist hier gut zu sehen, ja. Und S&P, wie gesagt, hier am gestrigen und auch dem vom vorgestern her an diesen Volumenpeaks, an den POX. Wir sehen auch im Bund Druck hier. Ja, wie gesagt, auf der Unterseite möglichst Kursziel im Bund 133,50, 133,44. Wichtiges Event, ne, oder wichtige Zahlen, die jetzt anstehen heute Vormittag. Von daher wird es definitiv interessant, sind die Einkaufsmanager-Indizes. Da fangen wir um 8:15 mit den Zahlen aus Frankreich an. Ja. Aber das sind ganz wichtige Zahlen hier aus dem Euroraum. Auf die wird in den letzten Monaten und auch Jahren relativ viel geachtet. In der Abfolge um 8:45 die Zahlen aus Frankreich. Danach um 9:30 die deutschen Zahlen und um 10 Uhr dann die gesamteuropäischen. Also im DAX ein mögliches Kursziel wäre erstmal hier dieser POC. Ne, das ist so um die, das sind noch ein paar Stundentiefs, um die 178. Das ist ein erstes mögliches Kursziel auf der Downside. Da ist auch eine Frage im Chat für euch. Ja, Moment. Wenn ich jetzt hier aufmache, ist wahrscheinlich hier das Panel zu sehen, richtig? Nicht, wenn du dein Zeichentool nicht benutzt. Ah, okay. Okay. So, eine Frage bitte. Mir ist noch nicht ganz klar, warum der ES eine Rolle spielt. Weil Märkte, der ES spielt für uns auch eine Rolle schon vormittags. Ja. Oder kann spielen, weil das für DAX und dann Eurostox eigentlich so der Benchmark-Index in den USA ist und oftmals schon Bewegung am Vormittag jetzt nicht nur erratisch aus dem S&P initiiert werden können. Ne? Deswegen, wir betrachten morgens auch immer den S&P und versuchen DAX, Eurostox in Zusammenhang mit dem S&P zu sehen von der Wichtigkeit her natürlich DAX und Eurostox für den europäischen Vormittagshandel natürlich schon die wichtigen Indizes. Ganz klar. Und dann der S&P. Aber hier können natürlich auch Bewegungen aus dem S&P heraus zumindest mal initiiert werden. Ne? Das müssen vielleicht keine fundamental initiierten Bewegungen sein, sondern dass man da irgendeine Bewegung im S&P lostritt. So, gut zu sehen. Der DAX kommt unten erstmal nicht weiter, er testet jetzt hier wieder dieses Abbruchniveau, diese Zone. Wir sehen, der Eurostox verteidigt ja den Bereich 74, 78.
So, wir schauen, wie gesagt, die kleinste Zeiteinheit, auf die wir hier im Webinar schauen, sind M3-Charts. Und von der Wichtigkeit her, was so Brüche angeht, natürlich von Zonen oder auch von punktgenauen Levels, wird es dann natürlich hochskaliert. Man kann natürlich oftmals nicht abwarten, die volle Stunde. Ja, deswegen schaut man hier auf Brüche in M3. Also der S&P, der Bund ist hier gebrochen und deswegen wird jetzt hier zumindest mal im untergeordneten Chartbild diese Unterstützungszone jetzt erstmal zum Widerstand. Die Bestätigung, die erfolgt dann natürlich mit dem Stundenclose, was dann auch gewichtiger ist, ob das den Bruch in M3 bestätigt oder auch nicht. Also so ist hier die Vorgehensweise. Den Bounce im DAX. Wie gesagt, 2,31, 2,41 sind die Levels hier aus der Stunde, die hier diese Unterstützungszone erstmal markieren. Na, wir handeln oder haben drunter durchgehandelt in M3 und testen jetzt hier diese Zone. Und dem Eurostoxx wird hier erstmal verteidigt. Ja. Nochmal ein bisschen was zu den Zahlen. Diese Einkaufsmanager-Indizes sind sehr wichtig. Was wir hier erwarten, ist das verarbeitende Gewerbe aus Frankreich. Hier wird mit einer einmal verarbeitendes Gewerbe und einmal Dienstleistungen und dann auch der Gesamtindex. Also für den Gesamtindex wird eine Zahl von 52,3 erwartet. Für das verarbeitende Gewerbe 46,0 und für den Einkaufsmanager-Index Dienstleistungen 54,2. Ne? Je nach Volkswirtschaft, Dienstleistung oder Verarbeitungsgewerbe dann stärker zu gewichten. Aber das sind hier die Unterkomponenten und wie gesagt, darauf wird bei Abweichung wird der Markt reagieren. Dafür sind die Zahlen wirklich so an Bedeutung, so die letzten Monate und auch Jahre jetzt immer wichtiger geworden. Noch eine Zeit lang hier von den neuen Payrolls gesprochen. Da waren wirklich mal oftmals erratische Reaktionen dann auf die Zahl. Hat sich jetzt ein bisschen relativiert, aber trotzdem, das ist immer eine ganz wichtige Zahl, die heute jetzt gleich aus Frankreich um 7:15 bekannt gegeben werden. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt. Ja, dann schauen wir uns die Zahlen mal an. Also, wir haben den Einkaufsmanager-Index, verarbeitendes Gewerbe, 46 wird da erwartet. Dienstleistung 54,2. Also, da sieht man schon, verarbeitendes Gewerbe läuft nicht so toll. Dienstleistung läuft richtig gut. Sieht man auch ein bisschen Probleme in der Eurozone. Wir haben insbesondere in der, ja, bei Dienstleistungen inzwischen kräftig steigende oder noch weiterhin gute Inflation und die kommt auch nicht so richtig runter. Also gerade bei Dienstleistungen gibt es da ein bisschen Problemchen. Also zumindest was die Inflation angeht, die ist relativ gut. Nicht entscheidend ist der Gesamtindex. Also wir schauen auf die 46, die ist ein bisschen wichtiger als die Dienstleistungen, 54,2. Das sind die Erwartungen für Frankreich dann gleich in 3-4 Minuten. Also hier ist gut zu sehen, relativ verhaltenes Opening. Ja, das ist man eigentlich anders gewohnt hier mit Kasseöffnung. Der Grund ist ganz klar, die Marktteilnehmer warten jetzt hier auf die Zahlen, die jetzt gleich veröffentlicht werden. Wie gesagt, gleich kommt Frankreich, das wird dann der Alex dann auch entsprechend auch hier dann so in der Abfolge bringen. Ja, wie sind denn die Zahlen einzuordnen? Ne? Oder wie reagiert der Markt? Was sind dort die Szenarien? Eigentlich müsste man davon oder sollte man davon ausgehen, dass festere Zahlen nicht gut für den Bund sind und gut für die Aktien. Diese Relationen haben sich leider aufgrund des Zinsumfeldes hier und auch der entsprechenden Szenarien, Zinserhöhungen, nicht erhöhen und sind ein bisschen durcheinander gebracht. Also Kausalketten sind jetzt nicht so, wie man sie unbedingt kennt. Ja, vielleicht wird ja auch auf festere Zahlen jetzt überall gejubelt, auch in den im Anleihenmarkt, wobei ich das eher mal bezweifle.
Die Aktien sollten eigentlich positiv reagieren, wenn ja die Zahlen durchweg höher sind als die Erwartung. Gespenstische Ruhe hier, genau. Also alle warten jetzt hier auf die Releases, ja, ja, ob wir Nachrichten handeln. Ja, wir handeln Nachrichten, wir handeln News, wir handeln auch Events wie EZB und auch FED. Wir bereiten uns auch entsprechend darauf vor, wie dann die Szenarien sind, worauf man reagiert und vor allen Dingen, wenn dann sowas passiert, mit auf welche Märkte man sich dann fokussiert, wenn dann Zinsentscheidungen fallen oder Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht werden. Also noch eine knappe Minute jetzt. Also noch eine knappe Minute, 45 Sekunden. Die Frankreich-Zahlen sind uns durchaus wichtig. Wir haben ja in 15 Minuten noch die Deutschen. Aber das gibt immer so eine Indikation, wohin ja, geht Europa. 46 und 54,2 wird erwartet. Gibt natürlich nicht immer die große Bewegung, aber so alle paar Monate kommen da durchaus überraschende Zahlen. Aber eben sollte aber größer als ein Punkt sein von den Erwartungen. Sonst, naja, hat es erstmal weniger Einfluss. Können uns da allerdings im DAX momentan nicht überhaupt beschweren. Ja, 46,1 und 52,8. Also die Abweichungen sind relativ klein. Bei der mittleren Zahl ist mehr oder weniger wie erwartet und die andere ist ein bisschen niedriger. Und auch sind wir hier an die gute Bewegung. Ja, trotz Überraschung war es jetzt nicht unbedingt. Vielleicht ein kleines bisschen schwächer unterm Strich an den Zahlen, alles in allem. Reagiert positiv, Aktien eher mal negativ. So, if I look into the report, you know, that the French economy loses momentum in May. Ja, haben wir ehrlich gesagt schon größere Schwankungen gesehen. Also, wir haben, wie gesagt, schwächere Dienstleistungszahlen, inline-färbendes Gewerbe und der Gesamtindex natürlich auch schwächer. Und Markt hat halt so reagiert, wie es eigentlich das Lehrbuch vorsieht, ne, dass schwächere Zahlen der Bund positiv reagiert, ne, war fast hier oben, nicht ganz hier an dieser 134,12, an diesem Stundenlevel. Und wir sehen hier leichten Druck auf der Aktienseite. Ne. Wir sehen ein neues Tagestief jetzt im Eurostox. Ne, der kämpft hier noch um diese Zone. Wir sehen hier auch ein neues Verlaufstief, vielleicht sogar ein neues Tagestief auch im, müsste auch ein neues Tagestief im S&P sein. Ja, ist es, ja. Ne, der hat hier mehrere Stunden los, hat aber auf der Unterseite erstmal viel Platz, der S&P. Da kommt ein bisschen Druck hier auch vom US-Markt, wobei der natürlich am wenigsten damit zu tun hat. Wir haben noch kein neues Low hier im DAX. Habe ich jetzt mal eingezeichnet. Ja, Bund kommt auch wieder entsprechend zurück. Also schwache Dienstleistungszahlen Frankreich, inline die Zahlen fürs verarbeitende Gewerbe, insgesamt der Gesamtindex mit 51,4, schwächer als 52,3. Wie die Erwartungen waren. Ja, man sieht es hier im Bund, da oben hier die 134,12, so das ist ein erstes Kursziel und auch möglicher Widerstand, ja. Ja, 0,8 war gerade hier, da wird das Bewegungshoch in dieser Reaktion. Aber der Bund, der scheint jetzt dieses Bruchlevel hier unten erstmal verteidigen zu wollen, den Bereich hier 89 und auch die 81. Wir hatten unten einen False Break gehabt. Na, deswegen jetzt hier auch im DAX und im Eurostox erstmal kein Druck aufkommt. Wir haben, wie gesagt, in der Bewegung im Stocks ein neues Tagestief gemacht, aber der verteidigt hier diese Zone 4378 bis zu 74. Wir haben noch kein Close hier unten drunter.
können gerne Fragen stellen, wenn ihr irgendwas zu dem Vorgehen nicht klar ist, ja. Ist natürlich oftmals ein bisschen hektisch, hier das Ganze jetzt hier in den Handel mit einzupacken, diesen Slot hier, 8.30 Uhr, 9.30 Uhr, weil da viel da ist, viel Bewegung ist. Wer sich da gerne mal wiederholt ein Bild davon verschaffen möchte, Sie können das gerne bei uns auf der Webseite, ich werde die nachher sicherlich auch nochmal einblenden, also wenn Sie hier zu uns auf die Webseite gehen, können Sie hier dieses Produkt in Squawk hier kostenlos und unverbindlich testen, hier bei Trial kostenfrei beginnen, genau, das läuft nach 14 Tagen dann auch aus und dann geben wir halt diese Informationen ein, das müssen wir machen, um da auch entsprechend keine Doppelbuchung zu haben, deswegen hier mit der Handynummer verifizieren, bekommen einen Code und können dann das Webinar für 14 Tage kostenlos und unverbindlich testen mit all dem, was dazugehört, hier mit den Analysen morgens, mit den Factsheets, die wir jetzt leider nicht hochladen konnten, da gab es irgendwie ein technisches Problem, wir werden es vielleicht danach nochmal versuchen, wir werden dem Nelson nochmal zukommen lassen, ja. Ja, ich bin doch ein bisschen überrascht, ich hätte eher schon gedacht, dass hier ein bisschen mehr Druck hier auf der Aktienseite aufkommt, ja, aufgrund der ja, doch schon leicht enttäuschenden Zahlen hier aus Frankreich. Wie gesagt, da gibt es um halb jetzt die Zahlen aus Deutschland. Oftmals gilt Frankreich hier natürlich als guter Indikator, als für den deutschen Markt. Aber das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Also kann natürlich auch hier Überraschungen geben. Ja, die Zahl für Deutschland wird um halb veröffentlicht. Die nehmen wir natürlich noch mit und dann gerne auch, falls es noch Fragen gibt, darauf eingehend. Ja. Also ja, wir bieten dieses Webinar, das läuft bei uns börsentäglich ab 8 Uhr auch auf GoToWebinar-Basis. Einfach, der Grund ist einfach der, dass Squawkboxen schon seit über 20, 25, 30 Jahren im institutionellen Bereich, im professionellen Bereich sich etabliert haben. Grund ist eigentlich, dass man gefiltert Nachrichten übertragen bekommt von Leuten, die das Know-how haben, Nachrichten zu filtern und diese dann zu kommunizieren, sodass man sich auf den Handeln konzentriert und keine marktbeeinflussenden oder kursrelevanten Informationen an einem vorbeigehen, ne? Weil es immer wieder so die Frage gibt von, ja, ich handle ja keine Nachrichten. Das ist nicht der Grund, der Hauptgrund, es geht darum, dass man weiß, wieso gerade was am Markt passiert, unabhängig davon, ob man darauf aktiv handelt oder eher mal die Füße stillhält, weil man das nachvollziehen kann, weil man weiß, was der Grund ist, ne? Und diesen Grund, den bekommen Sie hier. Und was man auch hier bekommt, ist die Tatsache, dass der Eurostox den Bereich 74, 78 verteidigt. Es ist gut zu sehen und der DAX auch hier an einem Rebreak arbeitet. Hier diese Zone, genau, macht hier gerade ein neues Kasse hoch, der DAX. Hier hat er eröffnet, oder nee, war da unten, aber das war das Kasse hoch hier. 47, also der arbeitet jetzt hier an der Oberseite, das Zwischenhoch hier, das hat er erreicht, die 250. In der Stunde sieht es wie folgt aus. Also wir haben hier so einige Zwischenhochs, Zwischentiefs, das ist vielleicht gar nicht so unwichtig hier. Die 250, das waren ein paar Stunden Tiefs. Ne, schafft das da drüber, dann sollte eigentlich auf der Upside mehr möglich sein, ja. Also das ist ja nochmal ein kleines Level hier, eventuell eine kleine Hürde, die er zu überwinden hat auf der Oberseite. Auch im S&P gut zu sehen hier. Gut, hier sind verschiedene Stunden los da. In dem Bereich und dann weiter unten dann die Unterstützungszone, die 4191, 4187. Bleibt dabei, relativ verhalten nach wie vor. Na, vielleicht
überdenkt man so oder Spannungsbogen hier zu den deutschen Zahlen. Um 9.30 Uhr werden die veröffentlicht. Also DAX klopft hier oben an. Da 2,50. Na, hier ist vielleicht gut zu sehen. Ne? DAX hat unten gefalsbreak, der Eurostoxx hat verteidigt, deswegen auch immer wieder hier die Weiterbildung darauf hin, Marktkontext natürlich immer auch auf den Eurostoxx zu schauen und umgekehrt die beiden Indizes. Eurostoxx ist der Benchmark-Index in Deutschland, in Europa. Und deswegen muss man den, weil den die ganzen Institutionellen auf dem Radar haben. Ne? Die sind alle hier aktiv, auch hier aktiv. Und da macht es Sinn, hier Korrelationen und auch Zusammenhänge dann im Kontext versuchen zu verstehen. DAX übertreibt natürlich eher mal aufgrund der Tatsache, dass er vielleicht ein bisschen illiquider ist, ja, in Anführungsstrichen, ja, als der Eurostoxx. Eurostoxx, wie gesagt, hier unten verteidigt mit einem False Break. So, und der Bund, hier die Anfangseuphorie, die ist komplett verflogen hier nach den Franzosenzahlen. Der ist jetzt wieder hier in diesem, ja, kleinen Unterstützungsbereich hier angekommen. Wie gesagt, hier unten die Unterkante ist der gestrige POC. Aber eigentlich geht es hier um die 133,89 in der Stunde. Das ist so die wichtige Marke. Das war das gestrige Tagestief. Deswegen lasse ich mal die 89 nur noch drin hier als Orientierung. Ein erstes mögliches Kursziel im Eurostoxx, ja, vielleicht hier dieses Verlaufshoch, kleines bei der 86, also wer da unten den Long gespielt hat, ja, der Eurostoxx, wie gesagt, der verteidigt hier unten die Unterstützung und ist demnach im Long-Setup. So, wir schauen dann gleich noch auf die Zahlen dann aus Deutschland. Also auch da der Verarbeitungsgewerbe 45, Dienstleistung 55,5, das Spread noch größer als in Frankreich, aber wir halten da fest, die schwachen Zahlen scheinen hier die Aktienmärkte nicht zu stören. Wie der Markt ohnehin, ja, die eher negativen Nachrichten auch von gestern eigentlich, ja, jetzt wirklich allzu große Abschläge da zur Kenntnis nimmt. Ja, um was es geht, scheint jetzt wieder größer da zu sein. Der Eurostoxx zieht den DAX ein bisschen mit nach oben, ja. Der DAX hat hier zumindest mal in M3 hier dieses kleine Zwischenniveau jetzt genommen, drüber geschlossen und im Rücksetzer verteidigt. Hier aus der Stunde heraus, na, vielleicht gar nicht unwichtig hier, das ist der gestrige POC im DAX, um die 2,59, ja. Und dann oben drüber, dann hat er eigentlich Platz bis zum Tageshoch und auch diesem Horizontalniveau. Tageshoch 98 und die 16.300 ist ein markantes Stundentief da oben. Also das ist mögliches Kursziel, sollte er wirklich auch hier die Volumenpeak hier rausnehmen bei der 2,58.
im Eurostox, wie gesagt, der möglich ist, offensichtlich kostet vielleicht hier erstmal eins, das ist 4386, aber eigentlich sollte auf der Oberseite auch hier der POC von gestern erstmal Target sein. Na, das sieht man hier ganz gut. Also 86, 88 mögliches Kursziel erstmal hier aus eventuellen Long-Positionierung hier unten im Bereich 74, 78, das, diese Support-Zone, die Unterstützungszone, die gehalten hat. Also noch 45 Sekunden, dann die Zahlen. 45 für alles Gewerbe ein bisschen wichtiger, also Dienstleistung mit 55,5. Wir halten mal fest, die etwas schwächeren Frankreich-Zahlen haben groß nicht gestört, bis auf ein kleines Sätzchen nach unten waren die Algos, nehme ich mal an. Also einmal Runde 2 Punkte schwächer, einmal Runde 2 Punkte besser und zum Strich, aber trotz besserem Gesamtindex würde ich die Zahlen eher als schwächlich einstufen, also verarbeitendes Gewerbe, das ist schon ziemlich traurig, was da abgeht. Ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, Dienstleistungen. Also müssen wir mal schauen, wie der Markt die interpretiert. So, looking to the report here, despite downturn in manufacturing. Also, wir haben im Bund, Sie sehen das oben jetzt, neues Hoch gesehen. Ne? Der hat ja auf die verarbeitendes Gewerbe natürlich die wichtigere Zahl in Deutschland als die Dienstleistungen. Würde ich mal davon ausgehen, nach wie vor. Deswegen hier der Bund oben mit einem neuen Hoch. Ja, aber das relativiert er wieder gleich. Und leichte Abschläge hier im DAX und auch im Eurostox. Ja, obwohl der Gesamtindex besser ist mit 54,3 statt 53,5. Die Schwäche hier im verarbeitenden Gewerbe, die scheint schon ein bisschen aufs Gemüt zu drücken, ja. Na, jetzt sieht man hier auch weiter Druck hier im Aktienmarkt. DAX geht davor, ja. Wir sehen auch den S&P am Tief. Also wie sind die Zahlen einzuordnen? Ja, ich sehe schaue auf den Gesamtindex, der ist besser. Ich denke, wie gesagt, das verarbeitende Gewerbe ist halt nach wie vor die wichtigere Komponente. So, und da ist der Abschlag mit 42,9 statt 45 schon markant. Und das drückt hier auf die Kurse, auf die Aktienkurse. Ja. Haben noch kein neues Tief im DAX. Auch nicht im Eurostox, der S&P hat minimal neues Tief gemacht gerade. Und Nelson, ich sehe jetzt auch keine neuen Fragen. Ich weiß nicht, ob du da mehr siehst. Nein, ist korrekt. Es sind keine Fragen. Alle hören gespannt zu. Wir bleiben auch noch ein bisschen auf Sendung, ja, weil haben gesehen, da kam gleich Volumen rein. Das sieht man gut. Auch gut, ich habe jetzt hier nur das Volumen im Stocks, habe ich es im DAX nicht, aber im Bund hat man gesehen, hier gleich richtiges Volumen hier reingekommen, hier in dieser M3-Kerze. Halt mal fest, kein neues Tief jetzt im DAX, also scheint es erstmal. Ja, gelassen zu nehmen, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Zahlen wohl nicht so schlecht interpretiert wie gut, der Gesamtindex ist auch besser, ne? Wenn man sich so ein bisschen davon löst, hier das
Dienstleistungssektor wird immer wichtiger, ja, dass der halt schon mit 57,8 schon 55,5 richtig fest ist, ja. Ne, kann man auch davon ausgehen, dass der Markt hier nicht weiter abschmiert, ja. Ne, und auch der Bund, wie gesagt, der hat hier in der ersten Reaktion hier ein neues Hoch gemacht, hat hier dieses Target hier auch erreicht und verteidigt, die 134,12 hier aus der Stunde, ne, hier oben. Gut zu sehen, ja, da ist er hingelaufen, hat es verteidigt. Ansonsten, Marktreaktion hält sich in Grenzen. Wir schauen nochmal auf das große Bild. Also, wir haben den Eurostox, der verteidigt hier diese Zone 74,78. Das ist eine. Und so. Genau, also diese Zone wird dem Eurostox verteidigt hier. Das ist ein wichtiger Support. Wir sehen, dass das war ein gestriges Tagestief und hier war es auch nochmal ein Stundentief gewesen. Ne? Also diese Zone wichtig, die wird hier erstmal verteidigt. Und auch in M3 verteidigt. Ne? Wir haben keinen Close, keinen Bruch hier auf der Unterseite, kein Close drunter. Und im DAX das Bild, wir haben die Stunde, die um 9 Uhr endete, die hat geschlossen am gestrigen Tief. Also hier ist das relativ indifferentes Closing. Ja, also 2,31 war das Close. Wir haben natürlich in M3 drunter gehandelt, aber ist jetzt hier wieder in diesem Support, in dieser Handelszone 41,31. Also der hat sich definitiv noch nicht entschieden, welche Richtung er einschlägt. Was ich festhalte, ist, wie gesagt, dass in M3 jetzt keine neuen Tiefs erfolgt sind, Eurostox keine neuen Tiefs gemacht hat, lediglich der S&P. Das halten wir mal fest hier auf der Aktienseite. Ne? Vielleicht kommt da doch jetzt auf der Oberseite noch was nach, weil unten kein Druck aufkam. Und im Bund habe ich die Situation auch entsprechend beschrieben. Ja. Also hier auch gut zu sehen, dass hier der S&P zwar ein neues Tief gemacht hat, ne? Vielleicht hat er versucht, da irgendwie nach unten was zu reißen, aber oder was loszutreten, da hat aber der DAX nicht nachgezogen, hat kein neues Tief gemacht und auch der Eurostox nicht. Also das halten wir mal fest. Und damit war es das ja auch hier mit unserer Schalte hier in unser Morning Meeting, unser tägliches Morning Meeting bei Traders Talk hier aus unserem Handelsbüro in Frankfurt. Nochmals, wer, bei wem das Interesse geweckt wurde, hier sich da vielleicht länger oder öfter mal einen Einblick zu verschaffen, blende ich gerne nochmal ein. Bei uns auf die Webseite gehen, da traderstalk.de. Da werden wir zunächst mal sehen, wer wir sind hier, wer das alles hier oder wer für verantwortlich ist. Ja, das ist ja der Kollege Alex Meyer. Der sitzt hier zu meiner Linken, der hier hauptverantwortlich die Squawkbox macht, der Alex. Jahrelang bei der Deutschen, bei der UBS gearbeitet. Ansonsten, gut, das sind hier weitere Kollegen, die aus dem Handel kommen. Hier ist der griechische Kollege, der hauptsächlich den S&P am Nachmittag handelt, auch das auch streamt. Also auf unserem YouTube-Kanal können Sie hier den Kollegen Tagesaufanalysis im S&P, der gibt auch Live-Calls da im S&P und auch in der Nasdaq, jeden Nachmittag ab 15.15 Uhr. Das ist ein weiterer Kollege und Partner von uns, der Sven Beckmann, der auch im Mentoring aktiv ist, dann den Valentin Schött, genau, und das ist hier meine Wenigkeit, genau, der Michael Kitsche macht ja die Factsheets, die wir Ihnen noch zur Verfügung stellen werden, da hat irgendwas nicht geklappt, ja, tägliche Factsheets hier in DAX, Eurostox, S&P und auch in Bund, all das, was wir besprechen. Da gibt es morgens vor 8 Uhr Factsheets, genau das macht der Michael und auch das Morning Meeting, aufgenommenes Morning Meeting um 6.30 Uhr oder um 7 Uhr. Das bin ich und das ist der Kollege Sergej Wolf, genau, der eben haben Sie vorhin gehört in der Marktbesprechung. Sergej ist Trader und auch Mentor bei uns, der hat ein Mentoring jeden Tag, aber dazu Informationen dazu finden Sie hier oben in unseren Lashes. Ja. Das US Live ist, wie gesagt, das mit dem Kollegen. Ne, mit dem Kollegen, mit dem Paris, genau, wer da Interesse hat, auf YouTube, in unserem YouTube-Kanal wird es gestreamt.
Und genau, das ist hier das Mentoring vom Sergej, auch börsentäglich, den haben Sie wieder vorhin gehört. Wer da mal reinschnuppern möchte, uns gerne anschreiben an service@traderstalk.de. Könnt ihr gerne überall mal reinschnuppern, das machen wir gerne, genau, kostenlos und unverbindlich. So, das war es dann auch hier mit der Werbung von unserer Seite. Falls da noch Fragen sein sollten, sind da noch irgendwelche Fragen? Fragen nicht, aber ganz viele Dankeschöns und einen schönen Tag und dem schließe ich mich an. Also vielen, vielen Dank an euch für das Webinar heute. Ja, da wird ja in 2 Wochen werden wir hier entsprechend fortführen und davor haben wir ja noch ein extra Webinar am Abend, aber mehr Informationen dazu kommen dann natürlich noch. Ja, vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Ich wünsche eine erfolgreiche Woche und Wange, du hast das Schlusswort. Danke dir. Genau, also das Webinar am Abend, das wird am 7.6. sein, du korrigierst mich. Ne? Ist richtig. 6, ne? Um 18 Uhr, das mache ich zusammen mit meinem Kollegen Sergej Wolf. Der Sergej wird da auch auf Inhalte seines Mentorings eingehen. Wer sich dafür vorher informieren soll, auch hier finden Sie bei uns auf dem YouTube-Kanal einiges an interessanten Videos vom Sergej, also YouTube-Kanal von Traders Talk. Vielleicht so als Vorbereitung für dieses Webinar. Das wird abends um 18 Uhr sein. Da wird es keine Squawk Groups Inhalte geben, sondern das, worauf wichtige Inhalte hier, was er macht, macht jeden Mittag ein Webinar, bespricht dann irgendwie den Vormittag im Handel, geht auf einzelne Trading-Ideen, Trading-Möglichkeiten ein. Also wirklich was Handfestes, was praktisch Wichtige. Und wer sich da im Vorfeld mal ein bisschen informieren möchte, bei uns auf dem YouTube-Kanal von Traders Talk finden Sie da einiges an Videos. Dann bedanke ich mich auch hier fürs Zuhören und auch für das Fragestellen. Ich hoffe, das war trotzdem ein bisschen interessant, hier mal Einblick zu gewinnen, wie so News Trading vorbereitet wird, abgehalten werden kann. Gab jetzt hier nicht die Bewegung, die man sich vielleicht immer erhofft, aber das sind halt, steckt man nicht drin, ja. Bisschen indifferente Zahlen, die eine besser, die andere schlechter. Fakt ist, DAX und Eurostoxx halten erstmal und vielleicht kommt da jetzt noch ein bisschen was auf der Downside, auf der Upside, sorry, dass da nach oben noch was aufgelöst werden kann. Dann will ich mich nochmals bedanken fürs Zuhören und hoffentlich dann auf bald 7.6. das Abendswebinar und dann in 2 Wochen hier und auch in diesem Turnus weiterhin das Morning Meeting mit FX Flat und Traders Talk. Danke und weiterhin erfolgreichen Handelstag.